Kein Wunder, er führte von Beginn an 10,7 Sekunden über 100 Meter, ließ Holdorf am Ende 7 Meter im Weitsprung folgen. Trotz kühler Witterung, dann sogar persönliche Bestleistung im Hochsprung. 1,84 Meter. 8 Uhr morgens und dennoch Holdorf gleich hellwach. Über 110 Meter Hürden wurde er Zweiter in guten 15,0 Sekunden. Die Konkurrenz jedoch saß Holdorf weiterhin im Nacken. Ein Ausrutscher und die erhoffte Medaille wäre futsch gewesen. Ein Druck, mit dem Willi Holdorf auch bei Disziplin Nummer 7 gut umgehen konnte. 46,5 Meter im Diskus. Ich war immer in Führung, ja. Ich habe im Diskuswerfen noch mal eine ordentliche Weile vorgesprungen. Also wenn ich die 4,10 nicht geschafft hätte mit 4 Meter, als Endresultat hätte ich nichts mehr ausrechnen können. 1964, die Olympischen Spiele für Willi Holdorf. Als Deutschlands König der Athleten vor 60.000 Zuschauern in Aktion trat, Gold. Der Russe Aun gegen Holdorf, der dramatische Zehnkampfabschluss über 1.500 Meter. Wir wollten ihn eigentlich ein bisschen ausbremsen. Hans-Joachim Walde und ich ein bisschen in Führung gegangen und haben einen Gang rausgenommen. Aber er hat das sofort gemerkt, es ist wie eine Furie bei uns vorbei. Da hat er, glaube ich, innerhalb von 400 Metern hat er schon 60, 70 Meter Vorsprung gehabt. Das ist natürlich das Gute, wenn man hinterherlaufen muss, ist es ja einfacher. Man kann sich das genau angucken und weiß so, kann sich das ein bisschen einteilen. Als ich auf die Zielgerade einbog, ging der Rhein-Auen gerade durchs Ziel. Da habe ich gesagt, Mensch, 100 Meter, das wird knapp und bin volle Kanne reingegangen. Hab dann das fast nicht mehr geschafft zum Ziel. Später stellte sich raus, die Zielgerade war nur 80 Meter lang. Es waren also sehr große Kurven. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich vielleicht ein bisschen ruhiger die letzten Meter gelaufen. Willi Holdorf total erschöpft im Ziel. Bilder, die um die Welt gingen, weil Holdorf für seinen großen Kampf mit Gold belohnt wurde und weil es der Russe Aun, sein großer Rivale war, der ihm als erster aufhalf, ihn stützte und zu seinem historischen Erfolg gratulierte. Holdorf selbst bekam davon zunächst gar nichts mit, war viel zu erschöpft. Der erste deutsche Zehnkampf-Olympiasieger überhaupt. Seine Goldmedaille 1964, ein historischer Erfolg, ein Erfolg für die Ewigkeit.